Jede Religion war also eine Stufe in der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit. Oder besser, sie drückte eine besondere Beziehung der Menschen mit dem Göttlichen aus, um im Ergebnis das Erdbewusstsein, das Bewusstsein der Menschen zu einer wahrhaftigen Einheit zu führen. Eine Einheit, die allumfassende Totalität ist. Eine neue Religion kam also nicht, um eine andere zu ersetzen oder zu beseitigen, sondern es war das Sehnen nach Totalität, nach Vollständigkeit, das diese Religionen, diese großen Flüsse hervorbrachte, einen nach dem anderen. Wie Mira Al-Fassa 1967 sagte, all diese Religionen sind dazu bestimmt, in ihren Ursprung zurückzugehen und eine komplexe Einheit zu formen, vollständig, umfassend, die Essenz aller menschlichen Aspiration nach dem unbekannten Göttlichen. Und dies ist nicht nur sanktioniert, steht geschrieben, es existiert. In anderen Worten, es ist bereit, hinabzusteigen. Heute stehen wir erneut an der Schwelle eines entscheidenden Übergangs, in dem die Evolution des Göttlichen durch den Druck der äußeren materiellen Umstände ein starkes Sehnen nach kollektiver Veränderung hervorbringt, quasi erzwingt. Denn wir erkennen, und dies gilt für den individuellen Bewusstwerdungsprozess ebenso wie für die kollektive Entwicklung der Menschheit, dass der Versuch, das eigene Leben, das kollektive Leben, die Globalisierung mit all ihren komplexen Verflechtungen durch das Instrument der Vernunft zu regeln, sie durch die Vernunft zu steuern, zunehmend unmöglich wird, dass uns die Dinge buchstäblich aus der Hand genommen werden. Das Zeitalter der Vernunft neigt sich offensichtlich dem Ende zu. Was tritt an seine Stelle? Sri Aurobindo betont, dass die gewachsene, individualisierte Nation oder Gesellschaft, wie der einzelne Mensch, einen eigenen Körper, ein organisches Leben, ein moralisches und ästhetisches Temperament und ein sich entwickelndes Mental, also eine, wenn man so will, kollektive Vernunft besitzt. Und sie besitzt, ebenso wie das Individuum, ein zentrales inneres Wesen, eine Seele, die hinter diesen äußeren Wesensteilen steht. Richtigerweise müssten wir sagen, dass die Nation, dass die Gesellschaft in Wahrheit nicht eine Seele besitzt, sondern eine Seele ist, eine sich durch ihre äußeren Wesensteile entfaltende Gruppenseele. Dies aber bedeutet, dass nicht nur die Entwicklung des Individuums, sondern auch die des Kollektivs, unserer Gesellschaft, nicht mit der Vernunft, der Herrschaft der Vernunft endet. In Sri Aurobindos Worten: Die Grenze der Vernunft ist erreicht, ihre Funktion endet an dem Punkt, an dem sie zum Menschen sagen kann: Es gibt eine Seele, ein Selbst, einen Gott in der Welt und im Menschen, der im Verborgenen wirkt. Und alles ist sein Selbst verbergen und sein graduelles Selbst entfalten. Ich, die Vernunft, war sein Minister, um euch langsam die Augen zu entsiegeln, die dicken Häute von eurer Sicht zu nehmen, bis es nur noch meinen eigenen leuchtenden Schleier zwischen euch und ihm gibt. Nehmt ihn weg und macht die Seele des Menschen tatsächlich und in ihrer Natur eins mit diesem Göttlichen. Dann werdet ihr euch kennen, das höchste und weiteste Gesetz eures Wesens entdecken, die Besitzer oder zumindest die Empfänger und Instrumente eines höheren Willens und Wissens als die meinen, die der Vernunft werden, und endlich eure Hand auf das letzte und wahre Geheimnis und den ganzen Sinn eines menschlichen und doch göttlichen Lebens legen. Der Schleier, den die Vernunft über die Seele der Nation legt, muss also weggenommen werden. Zumindest muss er transparenter werden. Die Vernunft muss ihre Ministerrolle akzeptieren und dem wahren inneren Wesen der Nation die Führung übergeben. Sie wird loslassen müssen von ihren Konzepten, etwa wie das kollektive Leben nach Vernunftsgesichtspunkten organisiert werden sollte
oder auf welche Weise man die vielen Facetten unserer modernen Gesellschaft ordnen und harmonisieren müsse. Die Vernunft muss loslassen von ihrer begrenzten und durch den Zeitgeist geformten Idee, welche Organisation, welche Staatsform möglichst noch für alle Länder der Welt in allen Entwicklungsstadien gleichermaßen die richtige ist. Sie muss loslassen von ihrer Idee, was überhaupt Fortschritt ist. Und sie muss und wird einem höheren und weiteren Gesetz, einem höheren und weiteren Wissen Raum geben müssen. Was muss nun geschehen, damit dieser wesentliche Evolutionsschritt getan werden kann, damit die Ablösung des Zeitalters der Vernunft durch ein Zeitalter der Seele erfolgen kann? Zum einen muss es, so Sri Aurobindo, Individuen geben, die diese Wahrheit verkörpern und leben, die also mit ihrem wahren seelischen Wesen in Kontakt sind und aus diesem heraus handeln und die darüber hinaus in der Lage sind, ihre Idee und auch die Kraft dieser Idee dem Kollektiv zu kommunizieren. Zur gleichen Zeit muss es ein Kollektiv geben, eine Gesellschaft, ein gemeinschaftliches Mental, das fähig ist zu empfangen und auch zu assimilieren. Und tatsächlich gibt es Anzeichen für eine solche Entwicklung. Sri Aurobindo sagte voraus, dass in der Übergangszeit in der Wissenschaft Entdeckungen gemacht würden, die die Wände zwischen Seele und Materie dünner werden lassen. Und wir sehen heute in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Gehirnforschung, Gesundheitswesen oder der Astro- und Teilchenphysik, dass bislang rein geistige, feinstoffliche Erfahrungen und Phänomene von der materiellen Wissenschaft zunehmend, wenn auch langsam, aufgegriffen, anerkannt, integriert und sogar bestätigt werden. Und auch die Suche einer immer größer werdenden Zahl von Menschen nach einer höheren Wahrheit jenseits der Grenzen der Vernunft. Ein wachsendes, umfassenderes Sehnen nach dem wahren, Guten und Schönen hier in der materiellen Schöpfung ist ein vielversprechendes Zeichen für eine zunehmende Empfänglichkeit des kollektiven Mentals für den Einfluss der im Inneren verborgenen Seele. So wird der nächste individuelle und kollektive Evolutionsschritt letztlich in eine neue, wenn man so will, spiritualisierte Gesellschaft führen. Eine Gesellschaft, deren Individuen nicht mehr im Ego, sondern im Geist, im Spirit leben. Nicht als kollektives Ego, sondern als kollektive Seele. Eine solche Gesellschaft würde, so Sri Aurobindo, die Suche nach dem göttlichen Selbst im Menschen zum höchsten, zum leitenden Ziel all ihrer Aktivitäten machen. Ihr Bildungswesen, ihre Bildungsformen und Institutionen würden alles Wissen umarmen, doch nicht wie heute mit dem Ziel weltlicher Effizienz, sondern zur Selbstentwicklung und Selbstfindung. Die materiellen und psychischen Wissenschaften würden nicht mehr nur dazu betrieben, die Welt und die Natur in ihren Prozessen zu verstehen und sie für materielle Ziele des Menschen zu nutzen, sondern in erster Linie dazu, in allen Dingen das Göttliche zu erkennen und die Wege des Geistes, der sich in ihnen verbirgt. Ethik würde nicht mehr dazu dienen, ein soziales Gesetz zu errichten, eine mentale Regel für eine weitestgehend unbewusste menschliche Masse, sondern sie würde die göttliche Natur im Menschen zu entwickeln suchen. Ziel der Kunst wäre nicht mehr nur, Bilder der subjektiven und objektiven Welt zu zeigen, sondern diese Welt mit der schöpferischen Vision zu sehen, die hinter ihren Erscheinungen steht. Sie würde die grundlegende Wahrheit und Schönheit offenbaren, dessen Formen, Masken und Symbole die äußeren Dinge und Gegenstände sind. Die Soziologie einer solchen Gesellschaft würde Individuen vom Heiligen bis zum Verbrecher nicht als Einheiten eines sozialen Problems betrachten, die durch eine fein angepasste Maschinerie in das Sozialgefüge eingepasst oder bei Bedarf aus ihm entfernt werden müssen, sondern sie würde sie als leidende Seelen wahrnehmen, die in einem Netz gefangen sind und befreit werden müssen. Seelen, die wachsen und die dazu ermutigt werden müssen, zu wachsen.
Ziel der Ökonomie wäre es nicht mehr, eine riesige Produktionsmaschine hervorzubringen, sondern allen Menschen im höchstmöglichen Maße die Freude an der Arbeit entlang ihrer eigenen Natur zu vermitteln, ihnen die Freizeit zu geben, im Inneren zu wachsen und einfach allen ein reiches und schönes Leben zu geben. Die Politik schließlich würde die Völker als Gruppenseelen betrachten, als eine Göttlichkeit, die in menschlichen Kollektiven verborgen ist und darin selbst entdeckt werden muss. Gruppenseelen, die wie das Individuum entlang ihrer eigenen Natur wachsen und wachsen dürfen und die sich in ihrem Wachsen gegenseitig unterstützen. Dies sind die nächsten unmittelbar bevorstehenden Schritte der Evolution des göttlichen Bewusstseins in und durch die Menschheit, die sich heute bereits andeuten. Doch jenseits dieser Umwandlung, parallel und vor den Augen der Welt verborgen, findet bereits ein anderer, weiterer Prozess statt, beginnt ein viel größeres, tieferes, umfassenderes Abenteuer. Die Transformation des Körpers, das bewusste Entstehen einer neuen Spezies, eines Übergangswesens zwischen Mensch und einer neuen Art, hier in der Materie, in unserem physisch-materiellen Körper. In einem Körper, der nach jahrmillionenlangem Kneten nun plastisch genug ist, die Vibration der ursprünglichen göttlichen Seinseligkeit zu tragen und zu ertragen, den wahren Sinn der Schöpfung zu erfassen, zu spüren, zu leben. An diese Pioniere, die den Aufbruch ins Unerwartete wagen wollen, die bewusst den Schritt zur neuen Spezies, zum Übergangswesen jenseits des Menschen, jetzt und hier in ihrer Körper tun wollen, richtet sich Mira Alfassa mit den Worten: Wir sind in einer sehr besonderen Situation, in einer überaus besonderen, ohne Beispiel. Wir sind nun Zeuge der Geburt einer neuen Welt. Sie ist sehr jung, sehr schwach, nicht in ihrer Essenz, aber in ihrer äußeren Manifestation. Sie ist noch nicht erkannt, nicht einmal gefühlt, von der Mehrheit verleugnet. Aber sie ist hier. Sie ist hier und bemüht sich zu wachsen. Das Ergebnis ist absolut gewiss. Aber der Weg dorthin ist ein vollkommen neuer Weg, dessen Spur niemals zuvor gezogen wurde. Niemand ist ihn gegangen. Niemand hat dies getan. Es ist ein Anfang, ein universaler Anfang. Es ist also ein vollkommen unerwartetes und unberechenbares Abenteuer. Es gibt Menschen, die das Abenteuer lieben. Diese Menschen rufe ich und sage ihnen: Ich lade euch zu dem großen Abenteuer ein. Es geht nicht darum, spirituell das zu wiederholen, was andere vor uns getan haben, denn unser Abenteuer beginnt jenseits dessen. Es geht um eine neue Schöpfung, vollkommen neu, mit all den unvorhersehbaren Ereignissen, Risiken, Wagnissen, die sie mit sich bringt. Ein wirkliches Abenteuer. Sein Ziel der sichere Sieg. Doch der Weg dahin ist unbekannt und seine Spur muss Schritt für Schritt im Unerforschten gezogen werden. Es ist etwas, das es niemals in diesem gegenwärtigen Universum gegeben hat und das es niemals in der gleichen Weise wieder geben wird. Falls euch das interessiert, nun, dann lasst uns an Bord gehen. Was euch morgen widerfahren wird, ich habe keine Ahnung. Man muss alles zurücklassen, was vorhergesehen wurde. Alles, was ausgedacht, alles, was erbaut wurde. Und dann sich aufmachen, ins Unbekannte zu schreiten. Ich nehme eine Zelle. Ich nehme eine kleine, winzige Zelle und öffne sie dem transformierenden Licht des göttlichen Bewusstseins. Es ist so lebend, so real, so konkret in der Manifestation der Materie, dass, wenn man nur ein wenig dieses Ananda jemandem zum Kosten gäbe, er die ganze Welt vergessen würde. Vielen Dank.